Mal Aufnahme. Müsste zustimmen. So, ja, liebe Isabel, herzlich willkommen in meinem Podcast, so dem allerersten Podcast-Interview. Und die erste Frage ist, wie bist du auf dein Thema gekommen? Auf mein allgemeines Thema. Oh, sehr spannende Frage. Aber bevor ich das sage, sage ich erstmal Dankeschön für die Einladung, lieber Michael, und dass ich hier sein darf. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und es sitzt so ganz in diesem typischen Rahmen drin, dass es Podcast ist und deshalb weiß ich das auch sehr zu schätzen. Ja, und sag dir danke, ne, fürs Ich danke Interesse auch. und jedem Einzelnen, der da draußen sich jetzt hat, die Zeit nimmt, eine ein bisschen andere Reise zu gehen. Doch ich bin sehr sicher, dass das Thema Führung und Führungspersönlichkeiten, Leadership jeden was angeht. Und ja, ich versuche es auch dementsprechend für dich natürlich da draußen, ja, gut zu verpacken. Passt Ja, doch, und freue passt mich doch, jetzt drauf. passt doch. Wie gesagt, das war die Antwort zu der ersten Frage schon. Nein, das war jetzt auch allgemein, muss ich das erstmal raushauen. Wie bin Erst ich zu danke. meinem Thema gekommen? Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, um jeden da draußen ein bisschen abzuholen, wie ihr wisst, bin ich ja schon eine ganze Weile jetzt halt auch in der Pflege drin. Lade ich euch mal gerne ein auf eine kleine Geschichtsreise. Wie ich zu meinem Thema gekommen bin, beginnt nämlich 2010. Und wenn du dir einfach vorstellst, dass du in dein Bett legst und du öffnest einfach die Augen und siehst eine weiße Wand und spürst rechts einfach auch einen kalter Windzug, der kommt vom geöffneten Fenster draußen, Februar, schweinekalt. Du willst aufstehen, doch du spürst genau in diesem Moment, wo du um dich herum nur Schläuche siehst, dass dich gerade wieder ins Bett fällt und du gar nicht aufstehen kannst. In diesem Moment merkst du auch, dass rechts von dir ein roter Drücker ist und den betätigst du, aber es kommt halt einfach niemand. Und für dich fühlt sich diese Situation so hilflos an, wie gefangen in deinem eigenen Körper, schwer wie Blei. Siehst um dich herum nur Schläuche, Schweißperle, die um dich herumgehen. Du zitterst am ganzen Körper. Und vielleicht kennst du diese Momente in deinem Alltag, wo du einfach mal abhängig bist von irgendjemand und wie reglos. Du willst dich bewegen, aber es geht halt nicht so. Und genau der Moment ist jetzt halt auch, und bis plötzlich ein Schlag kommt und du aufschrickst und genau rechts von dir eine Frau mit einer weißen Kleidung dasteht, dich anschreit, dich anpampt, mache ich jetzt nicht, aber so wirklich von oben bis unten, ja bitte, und du wirkst elektrisiert und wertlos in diesem Bett einfach liegst. Super. Ich weiß nicht, ob du solche Momente schon mal gehabt hast, wo du die Welt einfach ja, zusammenbricht. Weil manchmal kommt das Leben ganz anders, wie man denkt. Und der Plan, den man mal geplant hat, gar nicht aufgeht. Und der Moment durfte ich erleben in meinem 18. Lebensjahr mit Eintritt in die Pflege, Ausbildung zur Korrektur einer Hüftdysplasie. Und ich wurde versorgt, die Dame, die geschrien hat, eine Pflegefachkraft. Und ich konnte nicht aufstehen, weil ich halt einfach auch Bettruhe hatte. Fieber 40 Grad, Eisewert 6,0. Da stehen normalerweise Menschen aus eigener Kraft gar nicht auf. Durfte ich am eigenen Leib spüren, wie es ist, von einer Pflegefachkraft gepflegt zu werden oder ja, gepflegt zu werden, Fragezeichen. In einem Rahmen, wo nur Druck, Macht und ganz viel große Arbeitsdichte herrscht, emotionale und mentale Überforderung und die Pflegekraft ganz allein für mehrere Stockwerke zuständig ist und gar nicht den Klingeln hinterhergekommen ist. Doch sie konnte ihre eigenen Emotionen nicht führen und ich habe es halt als Patientin abbekommen. Damals habe ich diesen Moment verflucht und diese Krankenschwester auf jeden Fall oder Krankenpflegerin. Heute bin ich dem unheimlich dankbar, denn genau so bin ich auf mein Thema gekommen. Denn ich habe mir immer gefragt, warum kann das sein, dass jahrelang einfach nichts passiert? Menschen zwar sagen, die Regierung muss irgendwas tun, doch im Grunde das Problem ja genau am Kern in der Pflege sitzt.
und ich auch Führungskräfte immer wieder erlebe, die keine klare Anweisung geben tatsächlich. Oder eben, so durfte ich es ja auch aus eigener Haut auch erleben, zwischen Stühlen stehen, weil die Pflege am Bett natürlich Anforderungen hat, aber der Einrichtungsleiter natürlich auch. Und du wie ein Sandwich als Führungskraft dazwischen stehst. In der Frage bin ich auf den Grund gegangen. Und so bin ich Schritt für Schritt vor ein paar Jahren die Reise angegangen und in meinem Unterbewusstsein pflege ich oder führe ich seit 16 Jahren genau in diesem Beruf sehr bewusst, sehr ausgerichtet. Denn diese Situation, diese schmerzhafte Situation hat mit meinem Unterbewusstsein halt absolut was gemacht und durfte, ja, wie soll ich sagen, Wurzeln säen. Und heute darf ich halt ernten. Wow. Erstmal herzlichen Dank für die erste Frage und die war schon ausführlich. Und da war auch schon eigentlich die zweite Frage drin. Und die zweite Frage ist eigentlich, wie hat bei dir alles angefangen? Und das hast du quasi in der ersten Frage schon alles beantwortet und auch schon die dritte Frage auch schon mit beantwortet. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? So ein bisschen. Und du hast ein bisschen auch von deiner persönlichen Geschichte erzählt mit deinem Krankheitsfall. Ne? Aber die vierte Frage ist noch offen. Welche Geschichte für dich aktuell ist wichtig? Welche Geschichte im Sinne von Pflege. Führung und Pflege und mit dem ganzen Leadership New Work, wenn man das bezeichnen darf. Genau. Ja. Welche Geschichte ist für mich wichtig? Ich möchte da eine Geschichte teilen, die für mich gezeigt hat, was ein Unterschied ist zwischen einer Führungskraft und einer Führungspersönlichkeit. Denn es gibt zwischen diesen herausfordernden Momenten vor allen Dingen ganz viele schöne Momente, doch wir dürfen sie natürlich auch sehen. Ne? Und ja, ich komme aus der stationären Pflege, aus der Alten, genauso wie aus der Krankenpflege ja, und durfte zuletzt ein Team, ein Ausbildungsteam aufbauen. Und bevor ich jetzt auch in die Freiberuflichkeit mit Careleaders gegangen bin, habe ich mich natürlich auch verabschieden dürfen von diesen Auszubildenden. Und ich weiß nicht, ob es ja auch wieder so eine kleine Geschichte ihr Momente kennt, die wie elektrisieren, weil du einen Raum betrittst und du ganz genau spürst, irgendwie ist heute was anders. Und da stehen eben 11 Azubis und 3 sind noch gekommen und eine Azubine sitzt an einem Klavier, an einem Piano. Und wie ferngesteuert bin ich einfach in diesen Raum reingegangen und höre einfach nur dieses Lied. Und die Schülerin, die Azubine, die spielt nicht nur irgendein Lied, sondern mein persönliches Lieblingslied von Elise auf dem Piano. Und ich laufe diesem Song einfach hinterher und schaue sie an und sie schaut zu mir hoch. Mit Pipi in den Augen, ich natürlich Gefühlsmensch, total. Wow. Mit Gänsehaut überlaufen, schauen uns an und der Moment war wie eingefroren. Atmen erstmal tief und witzigerweise ist es jetzt auch sehr genau 12 Monate her. Es berührt mich gerade sehr, denn ich hatte vor ein paar Tagen erst Kontakt mit ihr. Wow. Ja. Ich habe einen Abschluss gehabt, der von meiner Auszubildenden, der einfach wirklich im wahrsten Sinne elektrisiert war. Diese Auszubildende am Piano, das war eine Auszubildende, die von Anfang an, ein halbes Jahr vorher, noch keine Eigenverantwortung für ihre Ausbildung übernommen hat. Immer die Schuld bei mir gesucht hat, doch ich durfte ja natürlich auch, oder im Leadership wird so geführt, das heißt, wenn ein Problem, ein Konflikt im Außen passiert, ich den Finger auf anderen zeige, zeigen immer 3 auf mich. So ist und genauso genau. Habe ich das natürlich auch ihr weitergegeben. Einmal habe ich den Ball wieder zurückgeschmissen, wenn keine Eigenverantwortung übernommen worden ist. Doch die 3 Finger, die auf mich gezeigt haben, bin ich immer wieder in die Selbstreflexion gegangen und habe gesagt, okay, bleib bei mir. Was ist mir wichtig? Wie kann ich sie erreichen? Welche Sprache spricht sie? Nach dem DISC-Modell, nach dem Führungsmanagement-Ebene der Kommunikation gibt es ja 4 Typen. Das heißt, ich habe immer wieder meine Kommunikation angepasst, richtig, um sie zu erreichen. Dann gibt es
drei Lerntypen vor allen Dingen, Hören, Sehen und Körper. Das heißt, ich habe auch da immer wieder was angepeilt. Und das Dritte ist vor allen Dingen, ich habe meine persönlichen Werte vorgelebt, meine Grundwerte. Denn wenn Menschen sich orientieren sollen an Veränderungen und für Auszubildende ist ja Ausbildung immer was Aufregendes und jeder sagt gefühlt was anderes, habe ich immer meine Werte vorgelebt. Mhm. Und unter anderem ist ein Grundwert für mich halt Familie. Und Familie bedeutet für mich im Füreinander zu führen. Das heißt, egal was passiert, wir konzentrieren uns immer auf den höheren Sinn. Was bringt es uns? Auf was ist gerade wichtig? Geht es jetzt gerade darum, dass sie die Aufgabe nicht erledigt hat oder um was geht es gerade wirklich? Und über diesen Weg konnte ich sie in wenigen Monaten natürlich ja, wohl jetzt halt gerade in ihre Verantwortung führen und durfte gerade aktuell erfolgreich ihre Ausbildung abschließen. Und da bin ich so unheimlich stolz. Möchte ich damit sagen? Dass Führungspersönlichkeiten bewusste Haltung übernehmen. Und wenn ein Konflikt herrscht, sie natürlich bei sich angucken, okay, was kann ich dafür tun, dass mein Gegenüber mit mir gemeinsam diese Reise geht. Ja. Richtig, richtig gut gesagt. Also da ich ja bei der Telekom gearbeitet habe, also in einem Franchise-Unternehmen und der Tim Hedkins, unser Vorstand, hat es auch jetzt bei dem Digital X gesagt, auf dem Summit, Leading heißt nicht, der Größte zu sein, zu wollen. Leading bedeutet, die richtige Attitüde zu haben. Sehr passend. Boah, Gänsehaut, ja. Na, genau. Das beschreibt jetzt auch nochmal die vierte Frage. Perfekt. Du kannst auch gerne, ich würde es so machen, du kannst auch gerne die fünfte und die sechste Frage zusammenfassen. Und dann die siebte und die achte und die zehnte und die elfte nochmal separat zusammenfassen. Okay? Mhm. Die fünfte ist einfach los. Die fünfte Frage ist, welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Und die sechste Frage, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Oh, spannende Fragen auch. Danke dafür. Also meine Tools ist genau im Endeffekt meine Lebens-DNA, sage ich jetzt mal. Also gerne heiße ich einfach auch in meinem Alltag Easy, E-S-I. Und genau das ist aber mein Lebensmotto, Easy mit E-A. Und vor allen Dingen die Methode, mit denen ich Führungspersönlichkeiten in der Pflege ausbilde. Also diese Führungskräfte, die Verantwortung über verschiedenen Teams haben, ob in der Ausbildung, in der Lehre oder auf dem Wohnbereich, auf Station. Und genau das ist auch die Methode, beziehungsweise eben die Art und Weise. Der erste Buchstabe des E steht Eigenverantwortung, da geht es ganz viel über die positive Einstellung. Wie komme ich dazu? Wie löse ich mich von alten Gewohnheiten, Verhaltensmuster? Wie trainiere ich neue mir an? Eben um auch natürlich das Schöne zu sehen. Und da dürfen wir, glaube ich, alle uns irgendwie ein bisschen bewusster trainieren. Wir sehen nämlich ganz oft schwarz und grau, aber die Welt ist halt echt so bunt, wie wir halt natürlich auch im Innen sind. Ne? Ja, und das zweite ist das A, Authentizität. Da geht es ganz viel um innere Kompetenz und Motivationsarbeit. Denn es braucht immer ein starkes Warum bei sich, aber auch ein ganz starkes Wofür. Also wofür soll ich Herausforderungen managen? Wofür soll ich neue Gewohnheiten erarbeiten? Ja, es braucht einfach einen höheren Sinn. Genau. Das Dritte geht es ganz stark, Selbstvertrauen, um Vertrauen zu schenken, um Vertrauen wieder zu ernten. Führungskommunikation, Lerntypenanpassung und im Füreinander zu führen. Denn ich behaupte, dass wir ganz viele Ressourcen nicht nur in der Pflege haben, wahrscheinlich auch bei euch im Arbeitsunternehmen. Doch ein Mensch hat einfach Lebensmotive. Und zu dem, was er an Qualität halt mitbringt, bedarf es aber, den natürlich an den Pfosten zu setzen und natürlich zu trainieren, zu führen, um wieder natürlich auch Vertrauen zu ernten. Und das ist wie ein Ball rumschmeißen. Und desto selbstständiger und eigenmotivierter arbeitet er natürlich auch und bleibt gerne im Unternehmen. Genau, und der vierte Buchstabe ist Y, geht ganz viel darum, um
um einen Rahmen zu schaffen, denn der Rahmen ist wichtig. Die Menschen brauchen Sicherheit. Das ist einfach, wir kommen aus der, ist revolutionsbedingt einfach so. Eine gewisse Grundsicherheit braucht jeder Mensch. Und wenn ich einen Werterahmen vorlebe, dann weiß ich immer bei dem Gegenüber, woran ich bin. Und vor allen Dingen braucht es auch Rituale. Denn Arbeiten ist das eine, doch einen Mensch richtig kennenlernen tut man doch auch in der persönlichen Begegnung miteinander. Und irgendwo zwischen Arbeit muss immer Platz sein für eine persönliche Geschichte, weil nur dann passiert ja auch Kreativität. Nur dann kann ich auch mal den Kopf abschalten und lerne einen Mensch auf einer ganz anderen Ebene kennen. Und natürlich auch das Wording, ne? Wie führe ich Menschen? Denn wir Menschen sind ja in der Emotionenbewegung und nicht in der Ratio. Und da gibt es halt ganz tolle und ganz einfache Wording-Tricks, wie ich Bilder zum Beispiel in den Raum reinlege, damit mein Gegenüber mir einfach folgt. Und genau mit der Methode schaffe ich es, diese Führungskräfte von innen nach außen einmal aufzubauen, doch vor allen Dingen in den emotionalen und mentalen Herausforderungen ein Team zu führen, das sich einfach führen lässt. Weil ich natürlich aber auch vorangehe und das selber lebe, was ich sage. Und Menschen begeistern und inspirieren kann. Ich habe gerade so Gänsehaut gekriegt, also wie du das, deine Methode, wirklich dein Tool, wo du mitarbeitest, auch nochmal erzählt hast, ne, von E bis Y. Und da habe ich die letzte Sekunde gerade so einen Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich gesagt habe, ja, dann kann es ja ganz gut sein. Da passt einiges auch zu mir natürlich, ne? Wo ich gesagt habe, ja, da passt natürlich auch in meinen Trainings und in meinen Seminaren passt das, kann ich das auch so übernehmen. Natürlich habe ich meine eigene Methode, ich habe die nur nicht so genannt wie du, sondern einfach gar keinen Namen genannt, sondern ich mache halt mit Empathie, ne, meine Sachen und mache es mit einem menschenverständlichen Sinn, dass der Kunde auch wertgeschätzt kriegt. Genau. Ja. Die sechste Frage: Mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten? Die ist gar nicht so leicht tatsächlich. Ich finde sie aber auch sehr spannend, weil da gibt es ein paar. Hast du ein bestimmter Typ, Mensch? Ja, tatsächlich ein Vorbild. Also mein eigentliches Vorbild, die Schwester Liliane Juchli, ehemalige Pionierin in der Pflege, durfte letztes Jahr von uns gehen im Dezember. Doch da gibt es noch eine zweite Pionierin und die lebt noch und die setzt sich auch heute noch mit ihrer Rentenalter sehr für die Pflege ein. Und mit ihr würde ich gerne zusammenarbeiten, das Modell vorstellen und dass wir das wirklich praktizieren. Denn das, was ich dort entwickelt habe, behaupte ich, dass es so noch gar nicht gibt. Und mein Ziel ist es, dieses Easy-Modell in den nächsten 2 Jahren als Pflegebuch nach draußen zu bringen, damit eben von Grund auf von der Pike, wenn Menschen Führung lernen, in der Ausbildung, genauso wie aber auch in der Weiterbildung zur Führungskraft, dass das von Anfang an in der Wurzel drin ist bei sich. Denn das fehlt. Denn wir haben ganz viel Theorie in der Pflege und wahrscheinlich auch bei euch im Alltag. Doch die Praxis läuft halt genau meistens ein bisschen anders. Das heißt, ich kann das Theoriewissen nur umsetzen, wenn ich weiß, warum und wofür und die Haltung auch dafür habe, das lebe und verstehe. Ja, und deshalb möchte ich mit meinem Vorbild, die Christel Bienstein heißt die, sehr gerne zusammenarbeiten. Cool. Die siebte und die achte Frage: Wie sieht bei dir ein typischer Tag aus und welche Tipps würdest du für Anfänger für dein Thema geben? Sehr cool. Also bei den Tipps, also das musst du es jetzt nicht ausführlich machen, die Tipps. Du kannst gerade so drei knackige Stichpunkte. Genau, dass die drei knackige Stichpunkte jetzt bekommen könnt. Ja. Ach so, falls ihr mein Dialekt nicht versteht, einfach mal nachfragen. Das ist, kommt aus, nicht aus dem Schwabeländchen, bitte. Ich komme aus der eher Schwarzwald, aus der Ortenau. Wie gesagt, ihr bekommt wirklich alles authentisch und ohne großen Schnitt zur Verfügung gestellt. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne bewerten, aber ich komme da noch dazu.
Ja, weil manchmal immer, woher kommt dieser Mensch, ich verstehe nicht. Und deswegen sage ich das gerne mal noch dazu. Wie gesagt, wie sieht jetzt dein typischer Tag aus? Als mein typischer Tag beginnt sehr früh tatsächlich, irgendwo zwischen 6 und 7. Denn bevor ich um 8 in den öffentlichen Bereich, sag ich jetzt mal, gehe oder nach beginne, lebe ich meine Rituale. Und das heißt, entweder gehe ich laufen draußen in der Natur oder ich bin ja auch eben Fitnessleaderin, habe meine eigenen Programme, mache entweder Yoga oder gehe eben halt in die Natur. Also eine Stunde nur mit mir, damit ich im absoluten Fokus bin und mich ausrichten kann und aufrichten für das, was mein Tag mir bringt. Und währenddessen ich halt Sport mache, stelle ich mir ganz viele Fragen, reflektiere, komme an. Genau, ein ganz typischer Tag. Dann natürlich auch ein bisschen so diese Punkte so strukturieren, wichtig, muss. So nebenbei, Lückenfäller, Pause. Und dann geht es eigentlich auch schon nach draußen, ja, Social-Media-Arbeit. Und dann beginnen so die ersten Termine. Wenn ich jetzt einen Bürotag habe, mache ich mir keinen Call vor 9 oder 10, weil mir eben morgens diese 2 bis 3 Stunden sehr, sehr, sehr wichtig sind. Eben gerade einmal Selbstführung ist das ganze Thema von eben mit Sport, Dankbarkeitsbuch und Planung, Frühstück. Genau, und dann kann es losgehen. Ist dann sehr, 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 sehr unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Ich arbeite natürlich sehr viel online mit Mentoring oder Podcast-Interview oder Keynote halten. Dann aber auch bin ich ja noch Studentin. Genau, also so sieht einmal mein Tag gefüllt aus. Oder unter anderem halt dann auch die Aufträge vorbereiten, Schulunterricht und so weiter und so fort. Genau, und beende meinen Tag meistens irgendwo zwischen 4, 5. Gehe dann entweder als Trainerin los im Sport oder auch dann einfach meine Zeit, sage ich jetzt halt mal, auch mit Freunden bewusst einfach auch wieder im Austausch zu sein. Und dann kann sein, dass ich um 20 Uhr ganz oft, je nachdem, auch nochmal Calls habe, wo es nochmal auch eine Stunde um Leadership, sage ich jetzt halt mal, geht. Oder ich auch, ich arbeite ja noch freiberuflich an anderen Stellen, ich einfach Lust habe, gerade zu arbeiten. Ja, ich bin einfach so, wie ich bin. Das ist cool. Das ist cool. Jetzt so 3 knackige Tipps für Anfänger, die in der Pflege arbeiten, für dein Thema, wo du ausgearbeitet hast. Vielleicht kann der ein oder andere, der jetzt auch im Verkauf arbeitet, im Vertrieb arbeitet, diese Tipps mitnehmen. Genau. Ja. Oder halt auch andere mitnehmen, die auch in einer anderen Branche arbeiten. Ja, sehr gerne. Also die 3 Tipps halte ich sehr allgemein. Betrifft vor allen Dingen alle Führungskräfte und Kräfte, die vor allen Dingen mit Menschen, ganz viel mit Menschen zu tun haben und einer hohen Arbeitsdichte mit mentale und emotionale Ermüdungssituationen, Überforderungen gefühlt. Und genau für diese Situation sind jetzt die nächsten 3 Tipps auf jeden Fall für dich. Und es beginnt einmal dabei wirklich, dir es immer wert zu sein, eine Stunde für dich einzuplanen. Und ich höre ganz oft, ich bin Mama, ich bin Papa, ich habe keine Zeit. Planung, es ist, wenn du dich für dich entscheidest, Nummer 2, treffe eine Entscheidung, die vor allen Dingen sich aber auch für dich gut anfühlt. Und dein Bauchgefühl, wenn du die Stille zulässt, antwortet dir, ob es sich gut anfühlt. Du darfst nur dir zuhören. Und der 3. Tipp ist wirklich dieses Dankbarkeitsbuch. Und das meine ich jetzt wirklich, das hört sich simpel an. Doch wir haben so viel den Fokus im Außen. Und wenn wir die kleinen Dinge wieder wertschätzen, können wir erst die ganz großen Dinge A, sehen und B, bewegen. Ja, also Selbstführung, dir selber gesunde Zeit einplanen, ob das draußen in der Bewegung ist, I don't know, Löcher in die Luft starren. Sport ist natürlich halt die beste Variante, weil natürlich Immunstärkung. 2, treffe für dich die Entscheidung. 3, Dankbarkeitsbuch. Ja,
sau, sau gut. Also das mit dem Dankbarkeitsbuch. Buch. Ich führe eins, aber unregelmäßig, muss ich echt zugestehen. Ne? Sport. Jeden Tag. Sport mache ich nur am Wochenende. Der ein oder andere sieht es ja auf Instagram oder Facebook, wenn ich mal einen Post abgebe. Dann ist es nur am Wochenende mit dem Fahrrad unterwegs. Müsste man auch wieder angehen. Ja, ich weiß, aber der innere Schweinehund sagt nein. Und ich habe da noch eine Challenge, da ich ja meinen Vertrieb ja auch führen möchte und ein gutes Vorbild sein möchte, muss ich natürlich als Führungskraft, als Leader meinen Vertrieb natürlich für mich auch so führen. Genau. Aber das waren sehr knackige drei Tipps für euch. Darf ich da noch gerade einen Impuls loswerden? Darfst du, gerne. Unser Alltag ist so oft geprägt von stressigen Situationen, eben aufgrund der hohen und schnellen Bewegung, wahrscheinlich bei dir ja genauso oder bei euch allgemein. Wenn ich mir keinen Luft schnappe, oder wie, da gibt es ein ganz schönes Sprichwort, wenn du glaubst, du hast keine Zeit, dann nimm sie dir erstrecht. Und der Sport, meine ich jetzt wirklich auch ernst tatsächlich, weil in der Natur ist wissenschaftlich, in Japan zum Beispiel, nehmen sie Waldbaden als Burnout-Prophylaxe, ist wirklich anerkannt, da du ja eben das Immunabwehrsystem in kürzester Zeit nach oben schiebst. Das andere ist natürlich auch, wenn du Muskeltraining machst, bekommst du Mitochondrien, das sind deine Kraftwerke in deinem eigenen Körper. Desto mehr Muskeln du in deinem Körper hast, desto höher ist deine energetische Leistung. Und die energetische Leistung in dir, die du höher hast, kannst du automatisch in deinen Betrieb natürlich auch einbringen, was so viel heißt wie klarer Fokus, längere Ausdauer und das alles ganz natürlich. Ganz natürlich, einfach so. Why not? Und weil du halt eine Stunde mit dir verbringst, bekommst du ein sehr gutes Körpergefühl. Und das ist so wichtig, weil wir ja so oft uns auch im Außen zum Beispiel, guck mal, der hat, vergleichen, uns selber was einreden, dass wir das nicht können, weil das, was wir im Außen haben, das beginnt ja bei unseren Gedanken logischerweise. Und deshalb sage ich wirklich eine Stunde for you. Und auch gar nicht weniger, weil du dir das selbst wert bist. Und wenn du es dir selbst nicht wert bist, wie kann sich irgendwas verändern, egal wo du bist, auch eben auch gerade als Team in deinem Führungskraft, in der Leitungsebene. Das hat so viel mit innerer Haltung und Einstellung zu tun. Und alles Unmögliche ist möglich, wenn du bei dir anfängst. Sau geil, dann nochmal diesen Bonustipp nochmal rausgehauen. Sehr, sehr danke für diesen Bonustipp, für diesen Bonusimpuls. Ich glaube, ich werde mir diese Podcast-Folge auch nochmal anhören und dann auch mal mitschreiben. Da habe ich auch noch Spaß dazu, wenn ich da fertig bin. Die neunte Frage: Welche Projekte hast du in Zukunft geplant? Ja, danke dir. Da hatten wir uns ja gerade so ein bisschen warm geredet, daher mega cool fürs Unterbrechen. Gerne. Die haue ich jetzt halt gerade mal raus. Gerne. Ein brandaktuelles Projekt ist tatsächlich, dass ich gerade morgen umziehe, aus beruflichen Gründen, da ich ab 1. wieder ein komplettes Ausbildungsunternehmen sozusagen, also in einer stationären Pflegeeinrichtung, die komplette Ausbildung aufbaue für 11 Azubis. Natürlich auch dann eben Stück für Stück auch meine Praxisanleiter mit ausbilde, denn in der Pflege ist es ja so, dass gerade in der generalistischen, in der neuen kombinierten Ausbildung, dass keine Fachkräfte mehr, dass nur noch zusatzqualifizierte Fachkräfte die Praxisanleitung natürlich auch durchführen dürfen. Das heißt, von der Pike auf Qualitätsmanagement, Prozesse, Strukturen ins Haus bringen, das ganze Team zu führen, von Auszubildenden über Praxisanleiter. Und der zweite Schritt ist dann wirklich auch mit dem Easy-Modell das komplette Pflegeunternehmen in der aktuellen Krisensituation aufgrund scheinbar Personalnotstand und doch nicht Personalnotstand, die Mitarbeiter zu Zufriedenheit zu stärken, die Mitarbeitermotivation zu stärken von innen nach außen. Und das gemeinsam mit der Einrichtungsleitung, und da freue ich mich mega drauf. Saugeil. Also, wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf?
Wo nach Frankfurt. Nach Frankfurt, war in die schöne, ja, in meine schöne Stadt. Ja? Ja, klar, ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt am Main. Also das ist, ja, sehr cool. Ist ja gut zu wissen. Meine Lieblingsstadt. Sehr cool. Das ist mega krass, mega coole allerdings. Zukunftsplanungen. Ja. Die 10. Frage: Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Mein größter Fehler. Mein größter Fehler. Ich mag dieses Wort tatsächlich nicht mehr. Also ich habe ganz viele Fehler gemacht tatsächlich. Und ich bin froh über jeden Fehler, denn nur wenn ich dann Fehler mache, und aber vorausgesetzt, ich gehe in die Selbstreflexion, kann ich sie mir zu Helfer machen, steckt in diesem Wort. Mein größter Fehler doch ist tatsächlich 2018, ja, ich glaube 2018 war das, eine Zeit, die geprägt war von Knochenfrakturen, Hautausschlägen, denn ich war als Schichtleitungsverantwortliche für 75 Pflegebedürftige im höheren Pflegegrad zuständig, ein komplettes Pflegeteam, das fast kein Deutsch gesprochen hat, einjährige Ausbildung oder gerade in der Ausbildung war, 100% jedes Wochenende gearbeitet, 14 bis 30 Tage verbotenerweise am Stück. Und ich habe nicht Stopp gesagt. Ich habe gedacht, ich muss stark sein. Und vielleicht kennt ihr auch diese Momente zu Hause, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt durchhalten. Ich muss doch stark sein, ich muss doch Verantwortung, ich habe ja eine Verantwortung für eben diese Mitarbeiter, für mein Kind, whatever. Und genauso war das bei mir, denn Patienten und pflegebedürftige Menschen sind für mich wie, ist das heiligste Gut ever, wie ein Award, den man gewinnt bei einem Turnier, erster Platz. Denn nichts Wichtigeres ist halt für mich ein Leben zu leben und gerade für die Pflegebedürftige einen Lebensrahmen zu gestalten, wo zu 100% eine verantwortungsbewusste Person da ist. Und ich habe den Spiegel immer bekommen, wenn ich fehle, an nur einen Tag, dass alles im Chaos versinkt. Und um das zu vermeiden, dachte ich mir, ich muss jetzt durchhalten. Was eben dann mein Körper signalisiert hat mit Knochenfrakturen. Ich am Schluss wieder an Krücken gelaufen bin, Hautausschläge auf beiden Händen. Ich blutige Hände hatte. Und der größte Fehler war darin, eben stark zu sein. Und gerettet hat mich mein Opa, der damals im Sterben dann lag. Und wäre er nicht in der Situation gewesen, hätte ich niemals gesagt, ich melde mich jetzt krank. Mein Opa durfte vermutlich ja auch mir ein Signal dafür geben, Kind, pass auf dich auf. Und weil er von sich gegangen ist, habe ich mich krank schreiben lassen, damit ich mich von ihm verabschieden kann. Denn in der Pflege ist es so, dass du nicht einfach freigestellt bist, weil mein Opa ja nicht mein direkter Verwandter ist. Also das sind ja nur Eltern und Bruder. Und da ich ja ein Stück, ja, Häufchen Elend war und eigentlich gar nicht arbeitsfähig körperlich, wie man ja eigentlich sieht, habe ich natürlich kein Problem gehabt, mich 6 Wochen auch krank melden zu lassen. Mein Arzt hat es gefeiert, dass ich endlich 6 Wochen krank bin. Und ich habe mich gefeiert, dass ich natürlich Zeit hatte, zur Familie zu gehen. Und das war mein größter Fehler im Sinne von etwas zu kompensieren, was eigentlich ich schon bei mir weiß, ich kann es gar nicht auf Dauer kompensieren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Bombe explodiert. Hm. Ja. Ja, das ist, wenn man sagt, man muss arbeiten gehen, aber man fühlt die Arbeit doch nicht. Also da habe ich jetzt auch gerade so drüber nachgedacht und ich habe gerade heute Morgen bei Tobi in seine Telegram-Gruppe reingehört, da hat er auch diesen Impuls gegeben mit der Arbeiten. Wenn die Arbeit nicht wertvoll ist, dann ist es nicht deine Arbeit, dann ist es nicht dein Job. Ne? Ja. Du musst halt gucken, dass du wirklich glücklich bist mit deiner Arbeit, mit deinem Job. Ne? Es bringt dir nichts von Tag zu Tag
hinzugehen zur Arbeit und unglücklich zu sein und dich kaputt zu machen und Burnout zu kriegen. By the way, ihr kennt es ja von mir. Ich habe es ja auch in meiner Podcast-Folge ja schon ein bisschen was erzählt mit meinem Burnout- und Selbstmordgedanken. Also bitte, bitte, bitte achtet auf euch. Ne? Das ist verdammt wichtig. Und wenn ihr solche Zeichen bekommt, egal was, Hautausschlag oder auch irgendwie andere Zeichen von eurem Körper, geht in eine Behandlung. Und ja, Behandlung in erster Linie. Und zweitens, wirklich es wert sein, sich selbst zu führen. Also, und genau, diese drei Tipps, die ich vorhin euch an die Hand gegeben habe, die sind nur aus meinem größten Fehler entstanden, weil ich war es mir nie wert, für mich Raum zu schaffen. Ich bin zwar seit mehreren Jahren im Sport, ne, aber es war immer ein Hasseln, ein du musst irgendwie Dampf ablassen, so. Und jetzt entscheide ich halt, es ist halt meine Zeit und die habe ich mir bewusst und die plane ich mir von vornherein in Kalender. Ich bin ja kein Freund, da muss ich jetzt euch auch sagen, ich bin kein Freund des Hasselns. Jeder sagt, du musst jetzt von morgens bis abends hasseln und dann ständig hasseln, hasseln, hasseln und das 48 Stunden. By the way, no way, macht es nicht, nehmt euch wirklich die Zeit, wenn ihr für euch was Gutes tun wollt. Nehmt euch wirklich die Zeit. Ihr müsst nicht hasseln. Klar, in der Selbstständigkeit müsst ihr mehr arbeiten wie in einem Angestelltenverhältnis. Aber auch als Angestellter könnt ihr auch eure Freizeit nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr, by the way, einen Schichtbetrieb habt, könnt ihr morgens Sport machen, könnt ihr morgens eure Freizeiten machen, Aktivitäten. Da gibt es keine Ausrede. Also genau. Selbst wo ich, wenn ich auch um 6 anfangen muss, dann stehe ich halt dementsprechend auf. Genau. Und es muss ja dann auch keine Stunde sein, dann kann es ja auch mal eine Viertelstunde, aber eine halbe Stunde, aber bewusst so, ne? Eine bewusste Zeit, nicht irgendwie mal gucken, ob ich dazu komme, sondern von vornherein, wann habe ich Zeit? Und das auch so wirklich in Kalender planen. So ist es. Das ist eine Musszeit, da führt kein Weg dran vorbei. So muss das sein. Also hasselt nicht, egal wer das euch erzählt. Hasseln ist das schlimmste Wort. Macht auch keine Work-Life-Balance. Ich hasse dieses Wort Work-Life-Balance. Work-Life-Blending. Lebe das, was du tust. Schaffe einen Rahmen, damit du immer jeden Tag erfüllt bist bei dem, was du tust. Denn ich liebe ja, was ich tue. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung, denn ich habe ja auch damals geliebt, was ich tue. Nur eben zu sehr. So, ich konnte mich nimmer abgrenzen zwischen Beruf und Persönlichkeit. Mhm. Und bei Work-Life-Blending ist es ja dazu, im Endeffekt, bring Arbeit und Persönlichkeit zusammen und schaff einen Rahmen, in dem du beides in Balance bringst. Und da bin ich komplett bei dir. Es gibt keine Work-Life-Balance. Weil dann mache ich doch irgendwas verkehrt. Weil dann gehe ich doch jeden Tag arbeiten und frage mich, wofür. Work-Life-Balance ist ein Schwachsinn. Das ist eine Modeerscheinung des Amerikanismus. Sorry, ich mag Amerika, aber dieses Wort ist für mich ein No-Go. High five, bin ganz bei dir. Die letzte Frage. So schnell geht die Zeit vorbei. Ich würde gerne noch mehr Fragen stellen, aber ich muss mich auch ein bisschen an meine Sachen, an meinem Zeitmanagement halten. Du darfst. Ich auch einen Druck rausnehmen. Ich darf, genau. Älteste Frage. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Möchtest du in 5 bis 10 Jahren als Top-Expertin, Top-Speakerin auf den Bühnen Europa stehen? Ja. 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 Gibt es gar nicht mehr dazu sagen. Also du hast genau das Letzte schon eigentlich super eingefügt, dass die Expertin auf deutschen Bühnen zu stehen für das Thema Führung in der Pflege als Führungspersönlichkeit tatsächlich. Und in diesem Sinne, auch was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, das Pflegebuch auch rauszubringen, das möchte ich in 2 Jahre, in 5 Jahre möchte ich nicht nur die Top-Expertin zu sein auf den größeren Bühnen, sondern vor allen Dingen auch eine eigene Akademie und das auch nicht nur online, sondern deutschlandweit aufgestellt,
wo ich schon bereits Menschen als Care-Leader ausgebildet habe. Ich nenne sie in meiner Welt eher in Richtung National Trainer, die genau der sind, wer ich auch bin, und weitere ausbilden dürfen, damit alle Führungskräfte ausgebildet werden im Sinne von Leadership in Pflegeeinrichtungen und Schulen. Und dann ist es mir wichtig, aber auch die Jungen an die Hand zu nehmen, beziehungsweise diejenigen, die Ausbildung gehen, für einfaches und selbstsicheres Führen bei Menschen mit kognitiver Einschränkung, psychiatrische, verhaltensauffällige Maßnahmen, alles, was mit emotionaler und mentaler Überforderung zu tun hat. Denn gerade die Pflegekräfte auch am Bett brauchen eine stabile innere Haltung. Denn ich komme ja aus der Pike, als ehrenamtliche Hilfskraft bin ich mit 14 Jahren in die Pflege. Ich kenne jeden Bereich. Und die Pflegekräfte werden ganz oft vergessen. Und manchmal liegt es eben dann auch an der Kommunikation. Und da ich ja nicht alles sagen kann, und ich finde, die Pflegekräfte haben es verdient. Genau die machen jeden Tag den knochenharten Job, auch körperlich. Würdest du jetzt so sagen, dass du auch in den Bundestag reingehen würdest und dem Herrn Spahn die Leviten lesen würdest, wenn er noch gewählt würde als Gesundheitsminister? Ja. Momentan ist er ja noch Gesundheitsminister. Ja. Und sein lieber Jens Spahn, würdest du ihm da auch Leviten lesen, was er alles falsch gemacht hat? Ich bin auch da kein Freund, so Leviten lesen, was er alles falsch gemacht hat, sondern ich würde gerne in die Bundesregierung, ja, also da gehört die Bühne tatsächlich dazu, denn du hast halt einfach dort die höchste Macht. Können wir machen, nix, ist halt einfach so, also darf ich dorthin, zur Spielwiese. aber ich beziehe halt ganz klar Position und ich male sehr gerne Bilder, die ihn einfach von alleine bewegen lassen, weil er die Situation so nicht haben will. Wenn er weiß, wie sich wirklich Pflege anfühlt, dann will er das nicht. So. Oder vor allen Dingen, selbst einfach mal in der wörtlichen, Entschuldigung für den Ausdruck, Scheiße liegt und das stundenlang, wochenlang, denn nur dann, wenn er weiß, wie schmerzhaft die Situation ist, sagt er von allein, oh, dann müssen wir mal was tun. Das ist ja nicht normal. Das heißt, ich will gar nicht rational, sondern mit Druck, sondern ich bringe den Mensch dann einfach selber in das Ausprobieren. Und dazu habe ich ja genug Pflegeeinrichtungen und Real-Life-Talk, weil das zur Verfügung steht. Nee, ich habe jetzt gerade auch gestern Abend noch so ein bisschen die Wahlparty so ein bisschen verfolgt und bin jetzt auch noch ein bisschen am Verfolgen. Wenn ich eine Pause habe, dann gucke ich ja NTV, so meinen Nachrichtensender meines Vertrauens, wo ich sagen kann, okay, was passiert jetzt in 4 Jahren? Wer kommt jetzt dran? Was passiert da alles? Die ganzen Wahlversprechen. Ich bin mal gespannt, ob sie die alle einhalten. Und das ist auch, denke ich mal, für die Pflegeeinrichtungen für dich eine gute Bühne, ne? Und ich denke mal, in 5 Jahren, 10 Jahren wirst du da auch gehört sein, so wie der lieben Carsten Stahl, wo er gegen Mobbing angeht, im Bundestag spricht. Und ich denke mal, du hast da auch die Mittel dazu, da reinzugehen, und du kannst das auch ganz gut und bringst es auch ganz, ganz souverän zur Sache, weil du bist halt du und bist halt authentisch und bist sympathisch und auch empathisch. Danke. Danke. Ja, und ich glaube, es braucht halt allgemein Menschen, die die Praxis schon mal gelebt haben und nicht nur die Theorie kennen. So. Und ich glaube, dazu braucht es halt viel, viel, viel mehr. Und wenn ich ein Sprachrohr für die Pflege sein darf, dann will ich das einfach tun. Also wir dürfen in der Pflege viel mutiger einfach nach vorne gehen. Und ich sage einfach mal, das Leben hat mir mit meinem 18. Lebensjahr, das damals wirklich für mich die Hölle war, ein absolutes Schicksal gelegt, wo ich heute aber mutig eben weitergegangen bin. Ich bin halt nicht in dieser, wie soll man sagen, wir fallen sehr oft in eine Opferrolle, wenn uns was passiert. Und ich bin halt in den Schöpfer reingegangen. So, was gibt mir die Situation? Was schenkt mir die Situation? Die Chance, Und ich betrachte sie halt aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Denn
das Leben heute zu leben, gerade in Covid-Zeiten, hat sich ja der Plan verändert, ob wir wollen oder nicht, fällt es mir total einfach, weil ich schon immer flexibel reagieren musste. Einmal beruflich, jeden Tag passiert was Neues. Du darfst dich immer wieder auf eine neue Situation einstellen, ja. Und gleichzeitig aber mein eigenes Leben ging noch nie bergauf oder ging noch nie geradlinig. Das war immer hoch und runter. Und dann entwickeln wir halt persönliche Fähigkeiten, ja. Und die kann uns halt keiner nehmen. Oder das, was wir uns selbst wert sind, für Ausbildungen, ne? Weiterbildungen, persönliche Entwicklung zu investieren. Und richtig, all richtig. Das Wissen kann dir niemand nehmen, denn du bist ja dein eigenes Produkt. So ist es, so sehe ich das auch und so handhabe ich ja auch. Und ich muss sagen, ich habe auch alles schon durchgemacht von 18 bis heute und habe alles mich weiterentwickelt persönlich, auch mit Weiterbildung, ja, Theorie, aber das im Leben lernt man doch viel mehr wie in der Praxis, wie in Büchern. Natürlich ist das Buch oder das Hörbuch ein Tipping Point, wo man was liest und wo man was aufschnappt, wo man auch noch in die Umsetzung gehen kann. Ja. Ne? Deshalb ist die persönliche Weiterbildung ganz, ganz großes Kino bei mir und das wird es auch immer wieder bleiben. Ja. Genau. Ja. Meine liebe Podcast-Hörerin und Podcast-Hörer, ich hoffe, jetzt diese Podcast-Interview-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann ja, wünsche ich mir, dass du diesen Podcast abonnierst, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst und vielleicht auch in deiner Insta-Story oder bei Facebook teilst. Denn ich habe für dich eine Aufgabe. Und zwar die Aufgabe ist, wenn du diese 3 Tipps umgesetzt hast, mir per Instagram eine Sprachnachricht zu schicken und sagen, hey Michael, ich habe die Tipps umgesetzt. Wie geht es jetzt weiter? Da kommt die liebe Isabel Huber ins Spiel. Die Shownotes zu ihr findest du nämlich in der Linkbeschreibung oder beziehungsweise in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Umsetzen und ihr wisst ja, 47 Stunden braucht man zum Umsetzen. Also fangt jetzt damit an. Dankeschön.